So, hi. Wie ihr hoffentlich alle schon wisst, kann man mit Computern Kunst und Schönheit erschaffen. Und zumindest den, sage ich mal, lauten Teil oder zumindest den Audio-Teil davon und wie man das so macht, zeigt uns heute Floppy. Und damit darfst du anfangen. Ja, danke. Genau, ich bin Floppy, Pronomen ist und ihr. Ich möchte heute ein bisschen über Synthesizer reden und was man damit machen kann. Mal kurz das Handzeichen. Wer hat schon mal einen Synthesizer, sei es in Software oder in Hardware, in den Fingern gehabt und dran rumgetipst? Das sind die allermeisten, das hatte ich erwartet. Wer hat schon mal gezielt eigene Sounds damit gebaut? Das sind auch sehr viele. Dann erzähle ich euch wahrscheinlich gar nicht so viel Neues, vielleicht aber auch schon. Weil alle Leute bauen ihre Sounds irgendwie unterschiedlich, haben unterschiedliche Tricks und Arbeitsweisen. Und ich glaube, es ist immer spannend, anderen Leuten zuzugucken beim Sounds basteln und zu gucken, was haben die so für Tricks, was haben die so für Herangehensweisen. Ich muss dazu sagen, ich bin da nicht irgendwie besonders gut darin. Ich habe lange Zeit einfach nur Presets benutzt, weil die waren halt da und das waren viele und die klangen gut. Und teilweise waren die Benutzeroberflächen dann auch so gestaltet, dass ich mir dachte, huch, eine Matrix an Knöpfen, was soll ich damit? Ich will einfach nur, eigentlich ging es mir immer darum, Spaß mit der Musik zu haben und nicht irgendwie in die Synthesizer-Technik einzusteigen. Ich wollte die Musik erleben. Und dann habe ich halt einfach nur die Presets benutzt und mich mit der komplizierten Oberfläche gar nicht so beschäftigt. Und erst so in letzter Zeit ging das los, dass ich dann geguckt habe, okay, die Sounds, die ich immer verwende, wie sind die eigentlich gebaut und wie kann ich das eigentlich selber machen und was versteckt sich da hinter der Oberfläche. Alles, was ich euch heute erzähle, gibt es so oder so ähnlich auch auf YouTube. Ich empfehle hier Unfa, UNFA, macht wundervolle Livestreams zum Thema Open Source Synthesizer und Open Source Musikproduktion. Hat auch Alben auf Bandcamp, die komplett mit Force Tools produziert sind. Anfa ist da eine wundervolle Quelle. Und hat auch, glaube ich, Talks so ungefähr zu dem gehalten, was ich hier auch mache. Aber wahrscheinlich lege ich den Fokus ein bisschen anders. Alright, dann würde ich auch direkt einsteigen. Ich habe hier einen Synthesizer mitgebracht namens Vitalium. Das ist ein Fork von Vital. Vital ist von Matt Title geschrieben und das hier ist Vitalium und ja, Vitalium ist Open Source, ihr könnt das alle kompilieren, installieren, läuft auf allen gängigen Betriebssystemen oder ist kompilierbar, basierend auf dem Choose Framework. Und was mir an Vitalium und Vital sehr gut gefällt, ist neben dem hervorragenden Klang und der Sound Engine auch die Oberfläche. Ich finde den Synthesizer ziemlich aufgeräumt und was ich auch sehr schön finde, ist, dass sämtliche Reglerbewegungen und Automationen, die man hier baut über irgendwelche Envelopes oder LFOs, dass die animiert wiedergegeben werden. Das heißt, ich sehe sofort, was die einzelnen Regler am Ende tatsächlich für Zustände haben. Das ist einfach ein schönes Benutzerfeedback, was ich von anderen Synthesizern so nicht kenne. Kann man jetzt sagen, ja, das ist Grafikrendering, das geht von der Rechenzeit weg, die ich überhaupt zur Verfügung habe. Echtzeitmusik ist ja immer so eine Sache auf dem Rechner. Aber gerade um einfach damit rumzuspielen, um so einen Synthesizer spielerisch kennenzulernen, finde ich das unglaublich schön. Werden wir dann auch gleich sehen, was das bedeutet. Genau, so, weiter. Da kann ich hier oben auf Initial als Preset gehen und dann kriege ich erstmal einen Sägezahn. Den haben wir gerade schon im Test-Setup gehört, der klingt ungefähr so. Hier oben rechts seht ihr in einem kleinen Fenster standardmäßig die Wellenform. Na, das ist ein Sägezahn. Wenn ich da einmal draufklicke, dann sehe ich das Spektrum, also welche Frequenzen dieser Sound enthält. Und da sehe ich einmal die Grundwelle, das ist die Tonhöhe, die ich hier spiele. Und der ganze Rest hier oben,
sind alles Oberwellen. Und die Oberwellen sind eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, weil die Oberwellen bestimmen, wie der Klang am Ende klingt. Ob das Ding, also im Akustischen, wie ein Klavier klingt oder wie eine Posaune oder wie sonst was, das hängt vor allem von den Oberwellen ab und von deren zeitlichem Verlauf. Und deswegen ist Klangsynthese eigentlich immer Oberwellenformen, weil die Grundwelle, die ändert sich je nachdem, welche Töne ich spiele. So, und jetzt haben wir schon gesehen, ein Sägezahn, der hat extrem viele Oberwellen. Deswegen klingt der Sound auch relativ hell, in Anführungszeichen. Und was man jetzt so als erstes mal machen kann, ist so einen Filter anschmeißen. Und mit dem kann ich jetzt Frequenzanteile, prinzipiell beliebige Frequenzanteile wegfiltern. Hier werden jetzt mit einem Tiefpass alle Anteile weggeschnitten, die hier jenseits dieser Filterflanke sind. Entsprechend dumpf klingt das auch. Ich kann den Filter auch per Keytracking mitwandern lassen, sodass sich die Filterflanke immer relativ zur gespielten Tonhöhe anpasst. Und natürlich kann ich das Ganze beliebig verändern. Auch hier ist ja schön, ich kann direkt in die Wellenform oder in den Frequenzgang reinklicken. Geht, wenn ihr einen Touchscreen habt, auch per Touch. Lässt sich recht schön bedienen. Genau, und ja, damit lassen sich schon mal erste Filtersweeps bauen. Veränderungen in einem Sound ist immer ganz gut. Statische Sounds hören sich meistens sehr langweilig an. Das, was ich gerade mit der Hand gemacht habe, lässt sich natürlich auch automatisieren mit einem Low Frequency Oscillator, LFO. Weitel ist auch hier sehr schön per Track and Drop. Also ich mache hier immer sehr Werbung für Weitel, weil mir das Ding sehr gefällt. Prinzipiell lässt sich das natürlich mit allen Synthesizern so machen, die in dem Fall jetzt subtraktive Soundsynthese unterstützen. Das sind quasi alle. Also heißt einfach, dass wir Frequenzen wegschneiden. Nur der Workflow ist dann halt entsprechend anders. Das müsst ihr dann für den jeweiligen Synthesizer irgendwie gucken. Aber die Grundprinzipien sind am Ende immer die gleichen. So ziemlich jeder Synthesizer hat einen LFO. Den habe ich jetzt per Drag and Drop auf die Cut-Off-Frequenz zugewiesen. Das hier ist die Modulationsstärke, also wie stark sich der LFO auf die Reglergröße auch hier auswirkt. Und jetzt bewegt sich die automatisch mit. Wir sehen hier sofort animiert, was passiert. Ich kann die Geschwindigkeit einstellen und so weiter. Soweit. Erstmal wahrscheinlich nichts Ungewöhnliches, was mit einem LFO geht. Das war ein Doppelklick, lässt die Automation wieder weggehen. Was mit einem LFO geht, kann ich auch mit einer Envelope machen. Eine Envelope ist im Grunde das gleiche wie ein LFO, nur dass sie nicht loopt. Jetzt mal so ganz salopp gesagt. Wieder per Drag and Drop. Die Envelope ist bis zum Release ganz offen. Ich bringe die mal ein bisschen runter. Achso, jetzt habe ich ihn auf den Drive gemappt. So ein Quatsch. Da wollte ich hin. Genau, machen wir die ein bisschen kürzer. Und wir haben unseren ganz ersten total rudimentären Bass-Sound. Die Cut-Off-Envelope macht hier einen schönen Klick-Transienten am Anfang. Der Filter geht relativ schnell zu. Klingt jetzt noch relativ langweilig. Wir erhöhen mal die Anzahl der Oszillatoren, beziehungsweise zunächst mal die Anzahl der Stimmen pro Oszillator. Wir haben hier ja in Vitellium drei Oszillatoren, die voneinander unabhängig sind. Wir haben hier unten auch noch einen Sampler, der eine beliebige Audiodatei abspielen kann. Per Default ist er White Noise hinterlegt, also ein Rauschgenerator, basierend auf einem Sample, muss man dazu sagen. Und die drei Oszillatoren haben eine Unison-Setting, also die Anzahl der Kopien dieses Oszillators sozusagen, der steht momentan auf 1. Ich gehe gleich mal mit der Gesamtstimmenanzahl entsprechend nach oben. Und jetzt drehe ich mal Unison auf. Ja,
2x12 Stimmen. Mach mal den Filter noch aus. Es ist noch nicht so viel Unterschied, ne? Wir haben jetzt einfach 12-mal den Sägezahn, passiert noch nicht viel. Was wir jetzt machen, wir nehmen diese 12 Kopien und verstimmen die so ganz leicht gegeneinander, sodass die Frequenzen, ein paar davon leicht tiefer sind, ein paar davon leicht höher, dann tritt ein Schwebungseffekt auf. Und das lässt den Sound deutlich interessanter werden. Jetzt passiert da auf einmal was. Und das hier nennt sich Supersaw. Das ist wahrscheinlich so eines der bekanntesten Synthesizer-Sounds, die es überhaupt gibt. So ziemlich, ja, ich weiß nicht, von Synthpop in den 80ern bis zu jedem Trance-Track. Alles hat irgendwie Supersaws. Ich nehme mal noch ein bisschen Reverb dazu, dass das ein bisschen... Klippe ich bei euch hinten? Passt das? Sehr gut. Weil hier im Digitalen bin ich schon lange im Clipping. Das ist mir noch nicht weiter aufgefallen. So, jetzt können wir den Filter wieder dazu nehmen. Ah, ein bisschen viel Hall hier. Und jetzt ist eigentlich die Frage, was will ich am Ende erreichen? Habe ich eine bestimmte Vorstellung? Ich spiele jetzt gerade mit der Cut-Off-Frequenz, die am Ende erreicht werden soll, und mit der Modulation Stärke. Ich kann jetzt natürlich auch hier wieder ein Sustain hinzufügen. Also ich muss die Dingens noch hier länger machen. Die Envelope 1 ist immer die Master Envelope, die sich auf die Amplitude des gesamten Synthesizers auswirkt. Wenn ich hier den Release entsprechend länger mache, der Release ist der Teil, der abgespielt wird in der Hüllkurve, wenn ich die Taste loslasse, dann klingt der Sound noch entsprechend aus. Und das ist jetzt eigentlich schon, konnte man schon als Bass Sound durchgehen lassen. Ich speichere das mal kurz als Bass 1 ab, damit wir ihn haben. Was eine Envelope machen kann, kann natürlich auch eine LFO machen, das hatten wir vorhin schon kurz. Und die LFO kann nicht nur in dem Fall Triangle oder eine Sine Wave abspielen, die Punkte sind auch beliebig veränderbar, sondern auch komplexere Wellenformen, zum Beispiel sowas. Ah, jetzt habe ich meinen Sound verbastelt, ne? Genau, und so Rhythmik finde ich immer ganz spannend, um so ein bisschen Dynamik reinzukriegen. Sequencing. So. Ja, damit haben wir die allererste Kategorie von Sounds mal erschlagen. Das ist jetzt selbstverständlich nur an der Oberfläche gekratzt. Was ich eigentlich, ich werde jetzt so eine ganze Reihe von verschiedenen Soundtypen einfach mal so initial anreißen, um euch einen Startpunkt zu geben, wo ihr dann auch selber mit rumspielen könnt. Da kann man jetzt natürlich beliebig tief noch einsteigen, je nachdem, was ihr dann auch für Ideen habt. Am Ende einfach rumspielen damit. So, jetzt haben wir uns ganz viel mit Sägezähnen beschäftigt. Jetzt wählen wir hier mal eine Sinuswelle aus.
Oh, ist eine Sinuswelle. Die Sinuswelle hat die Eigenschaft, als einzige aller Wellenformen nur die Grundwelle zu haben und keinerlei Obertöne. Heißt umgekehrt, ich kann über Kombinationen von vielen Sinuswellen theoretisch beliebige Sounds zusammenbauen. Das wäre dann additive Synthese, da kommen wir gleich drauf. Zunächst möchte ich mit der Sinuswelle ein bisschen rumspielen. Mal ein bisschen was Spannenderes machen. Ich kann den Pitch, die Tonhöhe dieses Oszillators verändern. Das lässt sich natürlich auch automatisieren. Wir nehmen eine Envelope, ziehen die auf die Pitch. Achtung, jetzt pfeift es ein bisschen. Achso, ich muss die noch runterbringen. So, vielleicht habt ihr schon die allererste Idee, worauf ich raus will. Ich mache mal den Ziel-Pitch ein bisschen tiefer. Dann machen wir dann Decay von dem gesamten Ding noch entsprechend kurz. Passen die Zeiten ein bisschen an. So, und was ich jetzt noch mache, ist unter Advanced Oscillator 1 Options einen Note-Track rausnehmen, damit die Tonhöhe unabhängig von der gespielten Tonhöhe auf dem Keyboard wird, weil ich das jetzt für den nächsten Sound, den Rückmischer-Sound werden wird, nicht brauchen kann. So. Oh, nach was hört sich's an? Schon mal eine Kickdrum. Die lässt sich jetzt ein bisschen einstellen, je nachdem, was ich am Ende erreichen will. The Sub-Kickdrum. Ja, und wenn es noch nicht gut genug klingt, dann können wir immer Distortion versuchen. Im Zweifel einfach, ja. Anfa sagt immer, distort the shit out of it. Oh. Ich nehme den jetzt einfach mal so. Mein Ziel ist, am Ende alle Sounds, die wir gesammelt haben, herzunehmen und so ein bisschen noch damit rumzujammen. Ich habe hier im Hintergrund Beastbox-Synths laufen, das mir eine Loop-Maschine macht. Da werde ich den Sound dann vielleicht nochmal anfassen. Mal schauen. Ich nehme das einfach mal so. Das ist eine Kickdrum. Warum ist das so? Wenn man Sounds nachbaut, die es im akustischen, also in der nicht-elektronischen Welt auch schon gibt, dann hilft es immer, sich zu überlegen, wie der Sound zustande kommt. Und bei der Kick ist das erstmal so, naja, also eigentlich bei jeder Trommel, wenn die angeschlagen wird, dann vibriert erstmal das Trommelfell. Und beim Anschlagen übe ich erstmal einen Impuls auf das Ding aus. Ein Puls zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr viele Oberwellen hat, weil sich da initial das Ding extrem schnell bewegt. Schnelle Bewegung bedeutet kurzer Puls bedeutet viele Oberwellen. Und diese Oberwellen klingen aber sehr schnell ab. Und was am Ende zurückbleibt oder noch übrig bleibt, deutlich länger klingt, ist die eigentliche Resonanz der Kickdrum, das Tiefe. Und das bauen wir hier so ein bisschen nach, indem wir einen Oszillator von oben nach unten durchsweepen lassen. Ziemlich schnell, bis wir dann unten den Resonanzkörper haben. Genau. So, Kickdrum. Ja, wenn wir eine Kickdrum haben, brauchen wir auch noch so ein paar andere Drum-Elemente. Schauen wir mal, ob wir eine Snare-Drum, die machen wir danach, eine Hi-Hat zusammenbringen. Hi-Hat, ja, dann nehme ich mal den Rauschgenerator. Achtung, das ist jetzt weißes Rauschen. Das könnte jetzt, ja, manche Leute finden das unangenehm. Nachdem das eine Audiodatei ist, die abgespielt wird, ist das Rauschen immer dasselbe. Da gibt es hier noch den Trick, die Abspielposition zufallsgewählt zu nehmen. Dann ist die Position hier jeweils anders. Das kommt schon ein bisschen eher an Zufall ran. Macht die Signatur ein bisschen natürlicher. So, Master Envelope entsprechend kurz. Oh. So, und jetzt filtern wir diese Noise hier.
Aus irgendeinem Grund geht der Sampler nicht durch die Filter per Default. Das muss ich immer einstellen. Ich nehme mal Filter 1. Und Filter 1 soll ein High-Pass-Filter werden. Das lässt sich hier wundervoll verändern. So, und das ist jetzt auch wieder Geschmackssache, wie hoch am Ende die Hi-Hat wirklich sein soll. Eine akustische Hi-Hat ist mehrschichtig. Die ist tatsächlich gar nicht ganz so einfach zu modellieren. Die typisch elektronischen Hi-Hats, so 808 Sounds oder sowas, die sind deutlich einfacher zu emulieren. Die Hi-Hat lässt sich öffnen, indem ich die Envelope ein bisschen länger mache. Ich weiß nicht, mir persönlich ist die Hi-Hat relativ leise, aber ich glaube, das liegt auch an der Gesamtlautstärke. Muss man danach in der Loop eh abgleichen. Wahrscheinlich ein bisschen lang. Ja. Hi-Hat, Save Presets. Percussion. Habe ich vorhin gar nicht angewählt. So, jetzt hatte ich vorhin schon angekündigt, was eine Hi-Hat hat und eine Kickdrum, braucht auch eine Snare-Drum. Eine Snare-Drum entsteht, der typische Sound von einer Snare-Drum entsteht vor allem durch das Flattern eines Metalls, das unterhalb des Snare-Fells angebracht ist. Deswegen heißt die Snare auch Snare, weil es da schnarrt. Und das hat auch wieder was mit Rauschen zu tun, mit metallischem Rauschen. Das ist aber nicht ganz so hochfrequent. Ich gehe hier mal so ein bisschen in den niederfrequenteren Bereich und mache den Tiefpass, den Hochpass ein bisschen mehr zu einem Bandpass. So, jetzt fehlt der Snare natürlich noch der Körper, der Drum an sich. Den könnte ich jetzt auch wie eine Kickdrum modellieren, das wäre technisch gesehen erstmal nicht völlig falsch. Die Resonanz von der Snare ist natürlich nicht so tief wie von der Kick und nicht ganz so stark, weil das Schnarren typischerweise überlappt. Ich mache jetzt hier einfach mal eine Sinuswelle. Die klingt entsprechend auch recht schnell ab, weil das die Master Envelope ist. Mit der könnte ich die Snare jetzt stimmen. So, das können wir danach noch anpassen. Ja, auch hier könnte man jetzt rumspielen. Ich weiß nicht, ob Distortion irgendwas bringt. Ich finde es hier gar nicht so schön, weil es mir das Rauschen mit distortet, was irgendwie komische Artefakte erzeugt. Was ich manchmal noch mache, ist das Rauschen insgesamt ein bisschen niederfrequenter zu wählen. Das geht jetzt von der akustischen Snare weg, ist dann mehr so eine elektronische Möglichkeit. Hat sich herausgestellt, dass das im Kontrast zur Hi-Hat dann immer ganz schön ist. Jetzt bin ich gespannt, ob ich, wenn ich jetzt auf Save Preset klicke, meine Hi-Hat überschreibe. Habe ich hier eigentlich sowas wie Save As? Nö. Okay. Probieren wir es. Nee, doch Glück gehabt. Snare. Alright. So, Kick, Hi-Hat, Snare. Ich glaube, das reicht für die Drum erstmal. Next try. Ich nehme wieder eine Sinuswelle. Jetzt hatte ich vorhin schon erwähnt, eine Sinuswelle hat keine Oberwellen.
Das heißt, ich kann die Oberwellen zusammenbauen, mir beliebig zusammenstellen, wenn ich mehrere Sinuswellen nehme, mit entsprechender Amplitude und entsprechender Phasenlage. Das nennt sich additive Synthese und ist im Grunde genau das Komplementäre zur subtraktiven Synthese, was wir ganz am Anfang hatten, dass ich einen Sound mit vielen Oberwellen nehme und die dann wegschneide. Hier nehmen wir einen Sound mit keinen Oberwellen und bauen die Oberwellen auf. Weitel ist extrem vielfältig. Weitel ist nicht nur subtraktiv und vieles andere, sondern auch additiv. Ich kann die Wellenformen hier bearbeiten. Du möchtest mir das Poppen richten, gell? Sehr gut, danke. Ich kann die Wellenformen von dem Oszillator hier auch bearbeiten mit dem Bleistift. Und so, das hier ist die Amplitude, das ist die Phasenlage. Ich bin mir nicht sicher, ob die zufällig gewählt ist. Ich lösche die mal. Ich habe eine Grundwelle. Und alles, was ich hier dazu baue jetzt, sind dann entsprechende Oberwellen. Wobei das hier eigentlich gar nicht so die Trennung vorhanden ist, sondern ich kann jetzt einfach beliebige Frequenzkomponenten antippen. Wenn euch der Begriff FFT was sagt, dann sind das quasi die FFT-Pins, die ich hier in der entsprechenden Stärke antippen kann. Und ihr seht dann auch, dass sich die Wellenform entsprechend dazu anpasst. So, und jetzt baue ich da einfach ein paar dazu. Wir haben die Grundwelle. Machen wir die doppelte der Grundwelle. Die vierfache. Die sechsfache. Die achtfache. Die zehnfache. Nehmen wir die zwölffache noch. Dann machen wir vielleicht noch die sechzehnfache. So, dann drehen wir den Reverb noch ein bisschen auf, damit es natürlicher wird. Und woran erinnert euch das? Kirchenorgel. Warum ist das so? Die Kirchenorgeln bestehen aus Pfeifen und die Pfeifen haben bestimmte Längen. Da gibt es den, also typischerweise werden die Längen von den Pfeifen in Inch angegeben oder Deutsch Fuß. Da gibt es den 32 Fuß, den 16 Fuß, den 8 Fuß, den 4 Fuß und so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt mal fälschlicherweise davon ausgehe, dass eine Pfeife einfach nur einen einzelnen Ton hinstellt, einen Sinus, dann ist eine Orgel eigentlich ein additiver Synthesizer. Ich habe eine ganz tiefe Pfeife, die macht mir die Grundwelle. Ich habe eine Pfeife, die ist nur halb so lang, die macht mir die zweite Oberwelle und so weiter, die vierte, die achte. Und die wir hier gerade ausgewählt haben, das sind genau die, die halt in der Orgel auch typischerweise vorhanden sind. Deswegen klingt es halt wie eine Kirchenorgel. So, deswegen macht sich da der Hall auch immer ganz gut. Ne? Jetzt kann ich nehme ich den Hall noch ein bisschen zurück wieder und aktiviere stattdessen einfach mal einen Chorus. Was macht ein Chorus? Im Prinzip was relativ Ähnliches wie was wir vorhin bei dem Unison gemacht haben, die Anzahl der Stimmen erhöhen. Macht ein Chorus ein bisschen anders über eine Delay-Line, die sich verändert. Will ich jetzt gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Am Ende sorgt ein Chorus auch für Schwimmungen, also quasi leichten Verstimmungen zwischen den Kopien. Und ja, auf dem Orgelsound ein Chorus. Haben wir immer noch einen Orgelsound, der klingt jetzt aber deutlich elektronischer. Weiß nicht, wer irgendwie Jazz hört oder sowas, kennt das vielleicht, die typischen Jazzorgeln, wie hießen sie alle, B3, B4 etc. Die funktionieren im Prinzip auch alle so, also das ist typische additive Synthese, nur entsprechend halt dann noch weiter elektronisch verfremdet irgendwelche anderen Effektselemente darauf. Und ja, das ist der typische Orgelsound. Wenn ihr Synthesizer habt, die speziell auf Orgeln optimiert sind, dann haben die auch entsprechende
Zugriegel, englisch Drawbars, die genau diese Oberwellen hier zusammenbasteln. Das ist dann oft in der Oberfläche auch so wirklich als Schieberegler abgebildet, um das entsprechend einstellen zu können. Speichere ich auch mal ab. Ah, die Kirchenorgel habe ich gar nicht abgespart, ist egal. Organ, was ist eine Organ? Das ist ein Kies. Yay. So. Ah, ihr merkt schon, so die grundlegenden Sounds sind an sich gar nicht so kompliziert. Man kann mit verschiedenen Methoden, wenn man einfach mal die Synthesemethoden durchgeht, schon relativ viel erreichen. Klar kann ich jetzt bei jedem Sound noch deutlich tiefer einsteigen und den optimieren und tunen. Ich glaube, das geht am einfachsten durch Rumprobieren, schauen, was bewirkt. Und am Ende ist halt auch immer die Frage, was will man am Ende eigentlich? Jetzt habe ich mit einem Sinus gespielt und mit dem Sinus über additive Überlagerung neue Sounds gebaut. Jetzt machen wir nicht Addition, sondern Multiplikation. Aber erstmal von einem anderen Blickrichtung her. Ich habe wieder einen Sinus. Wir haben vorhin schon gesehen, ich kann die Tonhöhe, den Pitch hier ändern. Das geht natürlich auch automatisiert mit einem LFO. Ich nehme mal die Stärke ein bisschen zurück. Ja, jetzt lässt sich dieser LFO auch in der Geschwindigkeit verändern. Der ist hier synchronisiert auf die, auf den Sequencer-Takt. Und spätestens jetzt ist der LFO eigentlich nicht mehr an, oder die Tonhöhenänderung als solche eigentlich nicht mehr erkennbar, sondern eigentlich ist das jetzt verschmolzen zu einem eigenen Sound. Warum? Weil die Frequenz des LFOs auch schon selber wieder im hörbaren Bereich liegt. Der LFO macht bei 1/64 das, also ja, 1/64 Beat Schluss. Weiter kommt er nicht, ist ja auch ein Low-Frequency-Oscillator. Ich nehme den mal wieder raus und nehme stattdessen einen Oszillator, der ein bisschen schneller kann, nämlich Oszillator 2, also einfach einen regulären Signaloszillator. Und stelle den auch wieder auf den Sinus, nehme aber das Level runter, weil ich will den Oszillator selber eigentlich gar nicht hören, sondern nur den Effekt, den dieser Oszillator auf Oszillator 1 hat. Jetzt höre ich nur Oszillator 1. Ich gehe mit dem Pitch von Oszillator 2 maximal weit runter, dass der ganz langsam schwingt. Und dann sage ich, tja, bei diesem Eintrag, das ist jetzt natürlich alles sehr weiter spezifisch, aber letzten Endes, was wir hier machen, ist Frequenzmodulation, weil wir verändern die Frequenz, also die Tonhöhe eines Oszillators. Wenn euer Synthesizer das kann, dann könnt ihr das entsprechend einstellen. FM von Oszillator 2. Und jetzt sind wir ungefähr da, wo wir vorhin schon waren. Das ist wieder die Modulation Stärke hier. Ja, das kommt bekannt vor. Und ich gehe jetzt mit der Pitch langsam nach oben. Ja, von der Schwingung von Oszillator 2, dass das mal eine Frequenzmodulation war, ist eigentlich nichts mehr zu hören. Das sind jetzt schon lange eigene Sounds. Die haben die interessante Eigenschaft, das lässt sich jetzt hier natürlich schwer zeigen in diesem kleinen Fenster hier oben. Aber vielleicht ist es ein bisschen sichtbar. Die Oberwellen sind jetzt nicht mehr ganzzahlige Vielfache der Grundwelle, sondern beliebige andere fraktionale Anteile. Bei allen anderen Wellenformen, die wir bisher hatten, war das so, dass die Oberwellen das Zweifache, das Dreifache, Vierfache, Fünffache und so weiter der Grundwelle waren, aber niemals sowas wie das 2,7-fache.
Das geht physikalisch nicht. Lässt sich über die Fourier-Zerlegung zeigen. Was wir jetzt aber machen, ist Frequenzmodulation. Das heißt, wir gucken uns nicht einen Sinus plus einen Sinus an, sondern wir gucken uns einen Sinus von einem Sinus an. Und dann ist natürlich klar, dass ich die Frequenz eines Sinuses mit der Wellenform eines Sinuses ändere. Dann können da natürlich beliebige Frequenzen entstehen. Das führt zu diesen inharmonischen, also rationale Frequenzvielfache. Und die haben die Eigenschaft, dass sie uns an metallische Klänge erinnern. Also eigentlich umgekehrt, metallische Klänge in der akustischen Welt haben in der Regel inharmonische. Wir können das noch ein bisschen übertreiben. Er wird jetzt gleich ein bisschen scharf. So, jetzt setzen wir wieder die Envelopes ein. Ich ziehe mal die Envelope 2 auf die Modulation Stärke. Bring die erstmal runter, mach die relativ kurz. Dann nehme ich die Amplitude von des Gesamtsystems noch entsprechend runter, also mach die kurz. Ja, ich weiß nicht, was das jetzt genau ist. Irgendwas zwischen Glockenspiel und Metallophon vielleicht. Das sind eben genau diese metallischen Sounds, typisch FM-Modulation. Jetzt kann ich natürlich wieder mit der Modulationstiefe spielen. Bisschen kürzer. Vielleicht jetzt eher so hölzern, xylophonartig. Genau. Ich nehme den. Ah ja, das können wir mal speichern. Xylophon. Gibt es da eigentlich eine Kategorie? Nee, die Kategorie fehlt. Das wäre tatsächlich mal das. Das habe ich mir schon öfter gedacht. Mallets gibt es hier irgendwie nicht. Ich nehme es mal unter Keys. Das ist auch nur eine Orientierung, damit ihr die Sounds leichter findet. Ah ja, und Bug, ja, wenn man das Menü einmal aufmacht, geht es nicht mehr weg. So, jetzt nehme ich die Envelopes nochmal raus. Und mache die Demodulationspitch nochmal langsamer. Jetzt haben wir ein Verhältnis von 1 zu 2, also das Modulations- oder eigentlich ein halb zu 1 so gesehen. Also die Modulationsfrequenz ist halb so schnell wie die eigentliche Oszillatorfrequenz, die wir hören. Und das erzeugt uns jetzt subharmonische. Das heißt, wir bekommen unter dem eigentlichen Grundton, die Tonhöhe, die ich spiele, noch Frequenzanteile unterhalb. Und das ist immer eine gute Grundlage für einen Basssound. Der Liebling, die Envelope. Bekannt einfach als FM-Bass-Sound. Und im höheren Bereich erinnert es eher so an E-Piano. Ja, wer
FM-Synthesizer kennt, der, den wird diese Sounds bekannt vorkommen. Das ist so dass die typischen Sounds, die über FM gehen. Haben wir schon eine zweite Form von einem Bass-Sound. FM, Bass. So. Was gibt's noch? Ich glaube, ich bin relativ schnell unterwegs. Ich habe jetzt viele Dinge einfach nur so angekratzt. Ne? Da könnte man jetzt natürlich in die Tiefe gehen. Überleg gerade, habe ich noch irgendwas vorbereitet? Oder sollen wir in die Loop einsteigen? Ich glaube, mir fällt sonst nichts mehr ein. Ich glaube, wir liegen ganz gut in der Zeit. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, irgendwelche Wünsche, irgendwas, was euch interessiert, was wir ausprobieren sollen hier live? Pads, ah, sehr gut. Haha. Ja, Pads gibt es auf 100 verschiedene Arten, glaube ich. Das Charakteristische an dem Pad ist eigentlich immer, dass es keinen scharfen Attack hat. 10 Minuten nur noch, sagst du? Okay, dann zeige ich noch kurz Pads. Ich nehme mal wieder meinen Supersaw her, der ist total einfach zu konstruieren. Und dann drehe ich die Attack-Zeit, Entschuldigung, die Attack-Zeit nach oben, sodass der Sound nicht sofort anfängt, sondern erst langsam lauter wird. Ja, und dann filtere ich das Ganze mal. Ist wahrscheinlich so die, ja, Release können wir ihm noch geben, ist wahrscheinlich so die allereinfachste Version von dem Pad, einen Sound zu nehmen, der nicht total scharf klingt, also ein bisschen Oberwellen rausfiltert, der kein scharfes Attack und kein scharfes Release hat, sondern langsam anklingt und langsam wieder abklingt. Oh, das ist gut, das speichere ich. Das geht in Richtung Trance. Pat. Pat, was sagt's denn? Pads kann man, also Pads werden eigentlich erst richtig interessant, wenn sich zeitlich was verändert, weil Pads klingen. Da kann man jetzt beliebig wild werden. Ich habe jetzt alles eigentlich nur mit einem Oszillator gemacht, ne? Mehrere Oszillatoren reinbringen. Könnte man gut vorstellen, dass man dann mit höher frequenteren Dingen irgendwelche vielleicht hochpassgefilterten sphärischen Zwitscher-Dinge oder sowas noch reinlegen könnte. Ah ja, für Zwitschern, weil ich es gerade erwähne, Filterresonanz, also hier diese Überhöhung. Da pfeift das Ding dann so. Das eignet sich immer sehr gut. Ich glaube, es gibt irgendwo ein YouTube-Video, wo einer auf einem modularen Hardware-Synthesizer Vogelzwitschern nachbaut. Das wird vor allem über eine Filterresonanz gebaut, die einfach mit einem Zufallsgenerator verändert wird. Okay, jetzt habe ich eine Menge Sounds gebaut, so ziemlich von jedem Typen einen. Und ich habe hier im Hintergrund schon Beastboxons. Beastboxons verdient eigentlich einen eigenen Talk. Nur so viel, es ist, ich würde mal sagen, ein modulares, Synthesizer ist eigentlich gar nicht richtig. Auch Synthesizer, man kann ihn wie einen regulären Synthesizer benutzen, aber es ist auch eine modulare Plugin-Host, ein modularer Sequencer. Es ist, ich glaube, die Programmierer von Beespoke haben mal irgendwie gesagt, das ist wie, das ist das Tool, hier das eine kommerzielle, was alle Leute nehmen, Ableton Live. Nur einmal gegen die Wand geschmissen und die Einzelbestandteile wieder zusammensortiert. Also quasi Ableton Live als Modularsystem.
ausgerichtet auf Live-Performance. So, ich hoffe, dass mir Bespoke nicht crasht. Macht's nämlich häufig. Bespoke ist auch Open Source, selbstverständlich. Ist auch, zumindest für mich persönlich, war es relativ leicht, da in den Code auch reinzukommen. Also ich habe da auch schon rumgespielt. Finde ich ein super Projekt. Ich glaube, mit Bespoke könnte man viel machen. Einer meiner Hauptkritikpunkte ist ja, dass elektronische Musik immer nur quasi per Mausklick gemacht wird, aus der Reserve heraus. Ja, man baut über Monate hinweg an einem Track und irgendwann ist er dann fertig. Aber elektronische Musik wird selten, zumindest am Rechner, selten live gemacht. Und wäre mein persönlicher Wunsch, dass da noch mehr kommt, auch an Tools. Mein Privatprojekt spoilere ich da jetzt nicht. Genau, also letzten Endes ist es einfach nur eine Loop-Maschine mit 4 Loopern. Kleines bisschen SFX am Ende. Und ich nehme als erstes mal einen Kick. Und weil ich die Kicks am Keyboard nicht sauber in der zeitlich treffe, habe ich einen Sequencer vorbereitet. Naja. So, da ist jetzt in der Loop 1 drin. Dann die Hi-Hat. Huch, war das? Nee, das will ich, da will ich drauf. Stopp, das war der Pitch, den wollte ich nicht. Ich wollte die Volume. Für komplexere Drumbeats haben wir jetzt leider keine Zeit, aber auch da könnte man schon wild werden mit. So. Aber ich nehme mal, keine Ahnung. Empfehlen, stellt euch für sowas ein Touchscreen hin, das hilft. Ah, so, was machen wir denn?
Fuck. Okay, jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Okay, gut, jetzt müssen wir damit arbeiten. Hilft jetzt nichts. Wie viele Minuten habe ich noch? Ja, und wenn man die Loop dann aufgebaut hat, muss ich die natürlich irgendwie weiterentwickeln. Dazu hilft natürlich immer, wenn man dann hier eine große Effektbench hat, irgendwelche DJing-Tools oder also Effekte, die aus dem DJ-Bereich kommen oder beliebige andere Sachen. Da habe ich jetzt hier noch gar nicht so viel zusammengebaut. Will ich auch gar nicht weiter spoilern. Ach so, ist nicht aktiviert. Ist mit der Maus unglaublich schlecht. Alles nichts mehr hilft. Schneller machen. Sinne. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Gibt es Fragen? Ja, danke für den coolen Vortrag. Ja. Kann man dieses Keyboard irgendwie auch auf seinem Laptop simulieren oder braucht man da jetzt ein echtes Keyboard dazu? Ja, also das hängt sehr stark von der Umgebung ab, wo du den Synthesizer letzten Endes einbindest. Also am Ende ist das ein Plugin. Nee, es läuft auch Standalone. Also du hast hier unten auf jeden Fall ein Keyboard, was du mit der Maus antatschen kannst. Achso, jetzt habe ich die Engine abgeschaltet. Genau, also du kannst hier mit der Maus rumklicken. Das hilft auf jeden Fall, um zu testen. Was halt schon wieder nicht mehr geht, ist Taste halten und gleichzeitig den Regler verändern, weil du kannst nur einmal klicken. Innerhalb von Bespoke gibt es noch das Keyboard-Display. Das ist im Grunde das gleiche als Input für Bespoke-Synths. Und ja, alles andere würde ich dann tatsächlich irgendwie mit Sequencern erschlagen, dass du dir in welchem Sequencer auch immer, also unter Linux gibt es ja zum Beispiel auch noch LMS oder Ador oder sowas, C-Rhythm ist, glaube ich, relativ neu, oder auch Bespoke, einfach irgendeinen MIDI-Clip zurechtlegst, wo du halt irgendeine Sequenz einbaust und dann damit irgendwas machst. Das wäre tatsächlich auch mein Fallback gewesen, falls das Setup hier nicht funktioniert hätte, dann hätte ich so gemacht. Okay, danke. Ja, gerne. Weitere Fragen? Jo, ansonsten? Ah, da hinten. Ich sehe das alles gar nicht. Bei mir ist nur dunkel hier. Alles gut, habe mich gerade erst gemeldet. Gibt es irgendwelche Sounds, die man damit nicht machen kann? Oh, das ist eine gute Frage. Die theoretische Antwort ist, nein, gibt es nicht, weil du kannst über additive Synthese theoretisch jeden Sound bauen, den es überhaupt gibt, weil, das sagt ja die Fourier-Zerlegung, jede beliebige Schwingung lässt sich zerlegen in Einzelschwingungen aus Sinustönen.
Und wenn du die richtig zusammenbaust mit der richtigen Auflösung und der richtigen Phase und so, dann kannst du damit jeden Sound bauen. In der Praxis sieht das natürlich anders aus, weil in der Praxis triffst du das nie so und kriegst die Phasenbeziehungen nie so hin und die zeitliche Variation nie so hin. Aber ich glaube, insbesondere Vitellium deckt echt vieles ab. Was ich jetzt gar nicht gezeigt habe, ist Wavetable-Synthese. Ich habe es nur so ein ganz kleines bisschen gezeigt, als wir das hier offen hatten. Hier unten gibt es Keypoints. Das heißt, ich könnte hier verschiedene Wellenformen anlegen zu verschiedenen quasi Snapshots und dann mit diesem Regler hier durch die Wellenformen durchmorphen. Und damit ergeben sich dann in Kombination mit den Modulationsmöglichkeiten hier auch wieder beliebige Sounds. Ich glaube, man kann sogar, das habe ich selber noch nicht hinbekommen, Audiodateien, Add-Source, Audio-File-Source reinziehen und kann damit quasi sample-basiert arbeiten. Also im Zweifel auch einfach mal irgendwie einen bekannten Synthesizer samplen und hier reinziehen und weitermachen. Also ich glaube, so wirklich unmögliche. Hast du vielleicht? Gibt es bestimmt irgendwas, aber mir fällt nichts ein. So ein paar Beispiele, was so eher schwierigere Sounds sind? Ja, schwierig ist alles, was versucht, akustische Sounds nachzuahmen, weil dann hast du eine genaue Vorlage, die du versuchst zu kopieren. Und da gibt es natürlich beliebig komplexe Sachen. Also ich glaube, ja, so insbesondere irgendwie, ich glaube, alles, was irgendwie mit Bläsern zu tun hat, ist nicht trivial. Ich habe hier Brass auch absichtlich, ich meine, so ein Basic Brass Sound wäre noch relativ einfach, aber dass er dann auch wirklich einem akustischen Instrument sehr ähnlich klingt, ich glaube, das ist nicht ganz trivial. Ich meine, ich bin da jetzt auch nicht absolut spezialisiert drauf, wie schon gesagt. Andere Leute, ihr könnt es mal bei Anfa schauen. Ja. Ja. Kann Vitalium denn auch Granularsynthese? Ha, guter Punkt. Granularsynthese kann Vitalium selber nicht. Vital könnte das. Vital hat einen Granularsynthesizer, den ich auch ganz lustig finde, aber noch nicht im Detail durchgespielt habe. Am Ende ist es dann halt auch so, also ich glaube, die Soundwelt unter Linux ist inzwischen so divers, dass echt eigentlich alles vorhanden ist und auch in einem benutzbaren Zustand. Das war vor 10 Jahren noch total anders. Da gab es irgendwie LMMS und Rose Garden und so und dann war Schluss. Das ist inzwischen deutlich anders. Also am Ende, wenn es das eine Tool nicht kann, dann kann es halt irgendein anderes. Vital oder Vitalium selber kann keine Granularsynthese. Was Granularsynthese eigentlich ist, ja. Letzten Endes nimmst du eine Wellenform und zerlegst die in ganz kleine Chunks und spielst diese Chunks als kleine Loops ab. Also du, typischerweise wird das dann auch gerne mit Audiodateien oder Sample-basierten Material gemacht. Ich zerlege das, die Audiodatei in ganz kleine Schnipsel und loope die. Und dann ist ja die Frage, okay, jetzt habe ich diese eine kleine Loop und dann kann ich jetzt natürlich überblenden zur nächsten Loop. Also die Frage ist dann immer, wann spiele ich die nächste Loop, wie blende ich über? Ich kann die natürlich dann auch layern oder rückwärts spielen, beliebig überblenden, faden etc. Und da ergeben sich dann ganz neue Möglichkeiten, die mit den, ja, so den Standard-Synthesizer oder Synthesemöglichkeiten so nicht gehen. Das ist im Grunde Granularsynthese. Was auch sehr schwer geht, fällt mir gerade ein, ist Sprachsynthese. Vital kann das so ein ganz kleines bisschen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wo ich das Feature finde oder ob ich es hier überhaupt habe. Es gibt irgendwo ein Text-to-Speech, wo du einen Text eintippen kannst und dann benutzt das Ding Formantenfilter, um die Vokale nachzubilden. Und benutzt dann hier das
Crossfading-Feature an einem Wavetable, um diese Formanten drei nach abzuspielen und damit ein Wort auszusprechen. Ich habe leider der Übersichtlichkeit halber hier die Factory Patches mal rausgelöscht. Ansonsten gäbe es da ein Beispiel Text-to-Wavetable, mit dem das demonstriert werden könnte. Ich habe ihn jetzt leider nicht da. Genau. Jo, wenn es sonst keine Fragen gibt, vielen Dank und habt noch eine schöne GPN.